Fehler Nummer 5 der 16 größten Börsenfehler, die du machen kannst in der heutigen Zeit, ist fehlende Geduld. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht wirklich deine Schuld. Es ist so ein bisschen die Schuld der heutigen Zeit. Nein, ich bin hier nicht beim Weißen Haus. Es ist einfach nur eine fette Villa in Dubai, wo ich Tennis spiele. Fehlende Geduld kann dir das Genick brechen. Warum? Weil wir einfach immer alles schneller haben wollen. Wir wollen schnelle Ergebnisse erzielen. Und es ist auch okay, es zu wollen, aber du musst trotzdem noch realistisch bleiben. Und sich große Ziele zu stecken, ist das eine. Das andere ist allerdings, ist es realistisch. Du musst realistisch bleiben und vor allem geduldig. Denn dieses kurzfristige Denken grenzt deine Gewinne ein. Ich habe gelernt, dass in dem Moment, wo ich geduldiger wurde, sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdient habe, mit sehr, sehr viel mehr, sehr viel weniger Kopfschmerzen. Warum? Weil wenn du ungeduldig bist, dann grübelst du die ganze Zeit, okay? Du willst die ganze Zeit schneller die Ergebnisse haben, du neigst eher dazu, den einen Trade oder das eine Investment viel zu früh zu schließen, im Gewinn oder im Verlust oder was auch immer. Du handelst einfach nur unüberlegt, weil du von kurzfristigen Gewinnen meistens geblendet bist, ja? Und dann eignest du dir an, einfach diese ungeduldige Einstellung. Versuche es einfach, im Gegenteil, langfristig zu denken. Denn die Geduld sorgt dafür, dass du die schweren Gewinne machst, dass du das langfristige Geschäft beherrschst. Und das langfristige Geschäft ist die absolute Königsdisziplin, ja? Wenn du es schaffst, langfristig Geld an der Börse zu machen, dann hast du es wirklich geschafft. Denn die Größten der Welt, ob es jetzt Warren Buffett ist, ob es jetzt Paul Tudor Jones ist, ob es jetzt Ray Dalio ist, die Größten und die Reichsten der Welt, die das richtige Geld an der Börse verdienen, die machen es langfristig und die machen es geduldig. Die machen es mit Nerven aus Stahl. Hast schon mal diesen Spruch wahrscheinlich gehört, ja? Es ist so unglaublich wichtig, nicht auf das Kurzfristige, nicht den Spanz in der Hand, sondern die Taube auf dem Dach. Okay? Nur für die Taube brauchst du Geduld. Du kannst nicht einfach nur die Taube einfach sofort haben. Okay? Es dauert ein bisschen. Du musst irgendwie auf diesen Dach kommen. Okay? Aber dann hast du die Taube und nicht den Spatz. Ja? Also sorge dafür, dass du ab sofort viel geduldiger bist. Und selbst wenn du nur das einhältst, dann wirst du auch erfolgreicher. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tipp helfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere meinen Channel, aktiviere die Glocke und wir sehen uns in den weiteren Videos. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.